Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu unserem neuesten Vlog. Heute ist Freitag und es ist schon wieder mal ein bisschen später, es ist schon 12.18 Uhr. Irgendwie wollte ich heute nicht filmen, einfach aus dem Grund, da ich gestern am Abend, bevor ich noch schlafen gegangen bin, die Jausen für die Kinder gemacht habe und für meinen Mann habe ich auch was vorbereitet, habe es in den Kühlschrank gestellt und habe mich schlafen gelegt. Und in der Früh, als mein Mann mich um 6 Uhr aufgeweckt hat, habe ich ihm gesagt, die Jausen sind schon gemacht, bitte mach das heute allein, ich bin so kaputt, weil ich bin gestern um 2:30 Uhr ins Bett gegangen. Es hat zu lange noch gedauert mit diesem Video. Ja, aber letztendlich habe ich alles geschafft und meine Adventskalender-Kollegen sind alle informiert und das ist top. Gut, was wollte ich noch sagen? Es geht so geil voran. Also die Lisa, kennt sie ja, einige kennen die Lisa schon, die war schon in einigen Videos von mir zu sehen. Die hat echt coole Sachen an Land gezogen für den Hauptgewinn und ich bin so stolz auf sie und ich bin so cool. Also ich bin so glücklich, dass wir das für euch organisieren können und so stolz und für alles mögliche. Alle Emotionen sind gerade in mir und überschwemmen mich so. Ja. Und wir ein bisschen zusammenreißen, weil heute habe ich echt viel zu tun. Es ist ja, wie gesagt, um 12.20 Uhr und ich muss 2 Videos drehen, also einen Schluss von einem Video und dann noch ein anderes Video. Danach muss ich, heute habe ich in beiden Schulen Elternsprechtag, das ist so dämlich, ich weiß auch nicht, wie die das zusammenbringen, das ist dann ärgerlich einfach. Und es ist einfach so, dass ich zuerst zum Patrick gehe, dort muss ich mir natürlich mehrere Lehrer anhören, danach komme ich nach Hause. Und dann gehe ich zu Michelle, da habe ich Gott sei Dank nur eine Volksschullehrerin und eine Religionslehrerin und vielleicht schaue ich mir die Turnlehrerin auch noch an, I don't know. Aber ja, ist halt ein bisschen doof und... Aber werden wir schaffen, wir werden als gesamte Familie dorthin gehen und dann hoffe ich, dass es mal schaffbar und machbar ist. Heute habe ich mich wieder geschminkt, das ist mit dieser neuen Palette von Catrice und ich habe euch ja versprochen, dass ich mir mal, weil viele mich gefragt haben nach einem... Wie sagt man? Get ready with me oder All-Day-Make-up. Also ich schmink mich immer so. Also ich schmink mich fast immer so. In letzter Zeit halt mit diesem Winged Eyeliner. Und das ist halt so mein Standard-Schminken jetzt. Und vor allem, ich habe immer dunkelrot hier oben. Also, oder so dunkelbraun. Das ist so meine Lieblingsfarbe. Das passt mir halt am besten. Ich habe schon viele Sachen durchprobiert. Und momentan liebe ich das einfach und fertig. Und ich werde auf jeden Fall da was mal schminken. Get ready with me for YouTube-Videos drehen oder so, kann ich ja mal machen. Oder generell, wenn ich mal Bock habe, mich zu schminken, ich schminke mich fast nur so. Okay, ich habe noch keinen Kontur, was ich noch mache, ein bisschen Highlighter und dann bin ich fertig. Und ja, schreibt es mir unten in die Kommentare, falls ihr ein, wie sagt man, All-Day-Make-up-Routine, I don't know. Ihr wisst, was ich meine, so ein Schminkding halt. Ich bin jetzt nicht so diese Beauty-Tante, also, ja. Aber ich kann es ja mal gerne machen für meine liebsten Zuschauerinnen, die ich hier auf der Welt habe. Und ich sage, was ich mir gekauft habe, weil meine Haare, ist ja klar, also habe ich ja schon gesagt, die waschen sich halt doch schnell aus und ich habe ja so Extensions bekommen und die auch gefärbt und natürlich sind die jetzt dunkel wie meine eigenen Haare, weil, ja, das wascht sich halt urschnell raus. Und ich zeige euch, was ich gekauft habe. Ich habe mir so einen Color Refresher gekauft, der ist auch von Size. Und ich bin mal gespannt, das ist so, ich habe sowas noch nie verwendet und ich wollte jetzt nicht nochmal eine Haarfarbe kaufen, weil es ist ja nur minimalst und es ist ja, wie gesagt, da sieht sie so richtig dunkel, also am Ansatz und so. Und hier ist also, was ist das? Leopardenmuster. Und ich bin mal gespannt, ist das so eine Schaumtönung, sage ich jetzt mal, für dunkle Braunnuancen. Farbe und Glanzerfrischer. Zwischen den Kolorationen. Pflegende Schaumformel. Also bin ich mal sehr gespannt, ob das ja auch was hilft. Es hat 4 Euro gekostet und es ist laut hier Packung für 6 Anwendungen. Und es ist richtig einfach. Also einfach dosierbar und leicht im Haar zu verteilen. Es ist erst bei langem Haar, bis du 6-mal wiederverwendbar, bis du 3-mal bei langem Haar. Okay, das heißt 6-mal ist es wiederverwendbar, wenn man aber langes Haar hat. Und ich weiß, dass ab Schulter... Also ab Schulter ist das jetzt langes Haar, auch beim Friseur, wenn man sich dort die Haare schneidet, wisst ihr, da hat er immer so verschiedene Preise und das ist glaube ich so noch mittellang oder das ist kurz oder so und das ist mittel und ab Schulter ist halt lang und wenn man sich selber denkt, oh, ist das lang, aber für Friseure ist das lang und ja, wie gesagt, für langes Haar ist halt 3-mal, also wahrscheinlich komme ich nur 3-mal und es ist sogar geeignet für eine wöchentliche und tägliche Anwendung. Ah, da bin ich schon mal gespannt. Nach der Haarwäsche anwenden. Dose gut schütteln, Schaum in die Hände sprühen, gleichmäßig vom Ansatz bis hin zu den Spitzen verteilen, Hände abspülen und mit Seife abwaschen. 3 Minuten einwirken lassen. Also wie gesagt, ich werde jetzt meine Haare nass machen, weil sie ja nach dem Haar waschen.
Und dann werde ich das in meine Haare verteilen, dann 3 Minuten einwirken lassen und ich werde euch dann gleich zeigen, wie ich ausschaue. Also das ist vorher und ich zeige euch dann wieder im trockenen Zustand, hätte ich mir gedacht, weil es bringt sich nicht, im Nassen sind die Haare so immer dünkler, von dem her sieht man gar nichts. Gut, bis gleich. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch doch ein bisschen, was richtig interessant ausschaut. Und zwar, guckt mal, da, das ist so, schaut aus wie so ein Bibis Duschschaum, nur dass es braun ist oder dass es so Ice Cream. Das ist wie eine Eiskugel aus, oder? Und es riecht ein bisschen nach Rasierschaum, also so nach ein bisschen männlich, finde ich. Aber es ist super easy. Also ich habe jetzt meine Haare nass gemacht und dann habe ich das so reinverteilt. Ich mache halt noch ein bisschen, damit es halt bombenfest wird. Und am Ansatz mache ich halt gar nichts. Ich mache halt wirklich nur so zwischendurch, fahre ich mit den Fingern. So, so. Seht ihr? Einfach so mit den Fingern gut verteilen. Und dann, wenn ich fertig bin, rolle ich so einen kleinen Dutt. Man muss jetzt nur 3 Minuten draufhalten. Währenddessen wasche ich meine Hände mit Seife, weil es ein bisschen einbräunt. Ja, meine Lieben, und so ist das Endergebnis. Schaut gut aus, gell? Also jetzt nicht so krass dünkler oder so, sondern richtig schön. Also dieses, wie soll ich sagen, dieses ganz helle und getigerte ist irgendwie weg, finde ich. Das ist jetzt so... Einfach ein schönerer Übergang und es ist super. Super, ein zufrieden, denglisch und flick. Gut, meine Lieben, ich werde mich jetzt voll schnell beeilen, weil ich muss jetzt diese 2 Videos drehen, für das ich mich ja so gemint habe. Und das werde ich jetzt gleich machen, weil sonst komme ich in Stress. Schon 13 Uhr, 16 Uhr und 15 Uhr müssen wir das Haus verlassen. Wieder schauen wir, ich hoffe mal. So, meine Lieben, ich bin jetzt fertig mit dem Video. Schaut mal, ich habe zu lange Haare. Und die ganze Familie ist schon daheim. Die Lara ist soeben wach geworden. Und schaut mal, wie das Wohnzimmer jetzt ausschaut. Da die Lampen, der Tisch ist hier mitten am... Also der Sessel ist hier mitten am Tisch, weil einfach kein Platz mehr hier war. Das, so schaut das dann hier aus. Ja, gut. Und so schauen wir aus. Im hellsten Licht der Welt. Hm? Shit. Ja, wir machen uns jetzt gleich fertig, weil wir müssen zum... Ja, mein Schatz, ich mach das schon. Wir müssen jetzt zum Elternsprechtag. Wir fangen mal beim Patrick an und arbeiten uns dann vor mit allen Lehrern und dann zur Michelle. Und ich werde wahrscheinlich so gehen. Was sagt ihr dazu? Ob ich umrüsten oder wirklich? Schaut, die heiß. Okay, da ist ein Steck noch an. Deswegen werde ich jetzt hier alles aufräumen und mal uns auf den Weg machen und die Lara fertig machen. Und dann sehen wir uns später. So, meine Lieben. Ich habe mich jetzt ganz lange nicht gemeldet. Das war so mega stressig. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Wir waren dann zum ca. 15.30 Uhr. Geht das? Wir waren jetzt zu ca. 15.30 Uhr in der Schule beim Patrick. Und bei Elternsprechtagen bei uns ist es so, dass jeder Lehrer, den du in einem gewissen Fach hast, der hat irgendein Zimmer und da musst du auf einen Zettel schauen, wo der ist. Und dann musst du dich anstellen, weil manche stehen halt mega viel an und so weiter. Und dieses Jahr bin ich das mit Systemgang angegangen. Da habe ich halt jetzt alle mitgehabt, den Patrick, den Papa und die Michelle. Und bei uns hat sich auch jeder irgendwo angestellt. Das heißt, während ich den Papa dort geparkt habe und den Patrick woanders, bin ich woanders gewesen. Und das war echt gut, weil bevor irgendwie... ich war dann mit einem fertig, bin schnell zum Patrick gegangen, weil er, wenn er zum Beispiel nur mehr einen vor sich gehabt hat, oder bin schnell zum Papa gegangen und habe währenddessen echt mega viel Zeit gespart. Also wir waren in 2 Stunden, war ich mit allen Lehrern fertig, außer so Fächer wie Zeichnen und Werken bin ich jetzt nicht gegangen und Turnen. Aber sonst war ich alle Lehrer, also alle Hauptfächer und alle so Nebenfächer, Biologie und sonstiges. Richtig cool, bin echt begeistert. Und dann mussten wir schnell nach Hause in die Volksschule. Weil da musste ich zu Michelle, zur Lehrerin. Die hat ja Gott sei Dank nur eine Lehrerin. Und das war auch recht nett. Und ich bin so stolz auf meine Kinder. Vor allem auch auf den Patrick, weil der hat sich so verbessert. Letztes Jahr war er nicht so gut. Und dieses Jahr wirklich alle Lehrer haben ihn gelobt. Und ich bin so sehr stolz auf ihn, muss ich ganz, ganz sagen. Und der Papa geht jetzt gleich zum Billa. Also er ist jetzt schon im Billa. Wir sind jetzt kurz einkaufen. Also wir haben jetzt die Kinder nach Hause gebracht. Und eigentlich wollten wir jetzt was kochen. Also... Aber der Papa, dem ist eingefallen, dass er kein Verschiertes mehr hat. Deswegen sind wir jetzt noch mal kurz einkaufen gefahren alleine. Also mit der Lara natürlich. Und der Papa hat gesagt, er möchte eben so eine... Wie heißt das?
PlayStation Store Karte für 20 Euro kaufen, weil er so fleißig war in letzter Zeit. Und ich finde, sowas muss man auch mal belohnen. Deswegen, ja, ich bin wirklich so, so stolz. Und ja, die Michelle kriegt dann auch was Kleines. Gut, ich warte jetzt noch auf den Baba und dann fahren wir eh schon zum Hofer, Verschiertes kaufen und dann nach Hause. So, mein Lieben, ich bin ja mittlerweile daheim. Ich habe schon ein Pyjama an und weil es so kuschelig ist, muss ich mich da noch abschminken. Aber zuerst möchte ich vielleicht ein Video schneiden für morgen. Mal schauen, wie ich das zusammenbringe. Ich hoffe mal sehr, dass ich das schnell schaffe. Ich werde auf jeden Fall meine muss ich da jetzt von der Couch hier entladen. Deswegen muss ich das kurz beenden mit euch. Aber ich werde noch weiter vloggen. Also ich beende nicht den Vlog, sondern ja. Ich muss kurz schließen, damit ich die Karte leer machen kann. Sonst gibt es nichts zu sagen. Michelle hat es gelesen. Der Patrick hat schon am PlayStation Store geschaut, dass er runterladen kann für seine Karte. Hat aber nichts gefunden, kann sie nicht entscheiden. Und sonst gibt es nichts zu sagen. Papa kocht uns was und ich werde jetzt meine Videos schneiden. Schnell. Ja, meine Lieben, ich wollte euch ein kleines Update geben. Aber ich schneide noch mein Video für morgen. Ich muss dann auch eins schneiden. Aber ich habe kurz unterbrochen. Ich filme mich mit der Lara so ein bisschen Mega-Vlogs. Die ist so süß. Sie sind müde. Die anderen schlafen schon alle. So, mein Papa. Mama? Ja? Ich. Wow! Ja, was? Du hast es so toll gemacht. Ja, das. Sie hat so Spaß. Sie liebt so Lego und Mega-Vlogs und so. Das ist so ihr Ziel. Moin, Mädchen. Mama! Ja. Hier auf jeden Fall spiele ich jetzt mal mit ihr ein bisschen. Ja. Und dann werden wir ein bisschen weiter schneiden. Super. Vlog verabschieden. Bis morgen. Mama.